Brennpunkt Kino. Online in eine andere Welt. Hallo, liebe Brennpunkt Kino-Zuschauer. Mir ist aufgefallen, als ich den letzten Anime-Review von One Piece geschrieben habe, dass ich da gar nicht so gut wiedergeben kann, wie die DVD-Boxen sind. Die haben sich ja mittlerweile richtig schön entwickelt und sind auch recht teuer. Deswegen ist es manchmal ja schwer, auch im Laden einen Blick raufzuwerfen oder auch wenn man es online bestellt. Und dafür habe ich gedacht, mache ich mal ein Video und ich schaue mir mal 5 verschiedene Boxen genauer an. Die Fullmetal Panic Box finde ich sehr gelungen. Bilder und Artworks sind schön in das futuristische Design eingearbeitet. DVD und Blu-ray Box sind übrigens identisch, abgesehen natürlich vom Blu-ray Logo und dessen blauen Streifen. Qualitativ ist die Box wirklich gut aufgemacht, schöner Druck. Und auch das Plastik, wo die Blu-rays und DVDs drin sind, ist sehr stabil und bricht nicht so leicht. 3 Postkarten mit Cover Artworks sind dabei. Wie ihr seht, unter den Discs schauen die 3 weiblichen Hauptfiguren Kaname Shidori, Tessa Tessarossa und Melissa Sao hervor. Diese bunte Disc ganz rechts ist die Promotion-DVD. Dort finden sich verschiedene Episoden von anderen Animes aus dem Hause Nippenart. Das ist natürlich jetzt keine Anime-Box, sondern der neueste Fall der 3 Fragezeichen, Nummer 175, Schattenwelt. Mit den 3 Episoden, gut, Dunkle Macht, Teil 3, Angriff der Nacht, Nummer 2 und da ganz als unteres habe ich Teuflisches Duell, die erste Episode. Man sieht das mit A, B, C gekennzeichnet. In der richtigen Reihenfolge ergibt es ein schönes Gesamtmotiv. Dieses stammt von der Illustratorin Silvia Christoph. Diesem spezial gelagerten Sonderfall wurde auch eine Vinyl-Edition spendiert, wo auf jeder Schallplatte das jeweilige Covermotiv zu finden ist. Aufgeklappt seht ihr das Standarddesign. Helsing Ultimate kommt mit einer aktuellen Ausgabe vom Toxic Sushi Magazin. Die Hülle ist wie ein schönes, stabiles Hardcover-Buch aufgemacht. Und das Booklet mit Charakterinformationen und einem Interview mit dem Mecha-Designer Hideka Tenjin wurde sauber hineingeklebt. Unter der Disc ist ein Logo-Artwork. Diese 9. One Piece DVD-Box ist auch stellvertretend für die anderen 8 Boxen im Video, da alle identisch aufgebaut sind. Wie ihr seht, ansprechende Charakter-Artworks in ihren Kleidungen aus den enthaltenen Folgen prägen die gut aufgemachte Box in ihrem stabilen Pappschuber. Darunter unter anderem die Agenten der CP9, eben vom enthaltenen Enies Lobby Arc. Unter den Discs finden sich keine Grafiken, darum habe ich sie jetzt nicht hochgenommen. Jede Disc zeigt übrigens einen Charakter, der jeweils in den Episoden auf den entsprechenden Discs im Mittelpunkt steht. Da wurde mal mitgedacht. Das farbige Booklet bietet neben einem Episodenguide einige Hintergrundinformationen zu Figuren und Orten aus den enthaltenen Episoden. Ich finde, die Collector's Edition von Gantz hat eine ganz schöne DVD-Box bekommen. Stabiler Schuber, guter Druck und auch die Papphülle mit den 6 Plastik-Disc-Cases ist stabil. Wie ihr seht, hebt das optische Design die vielen Hauptcharaktere hervor. Als Bonus haben 3 der beliebtesten Figuren Postkarten spendiert bekommen. Ob nun auf der DVD oder dahinter, wie ihr seht, die ganze Gantz-Einheit ist vertreten. Kai Kurono, Masuro Kato, Kai Kishimoto, um nur einige zu nennen. Beim Anschauen des Videos fällt mir gerade selbst auf, dass ich wie so ein Manga von hinten nach vorne mir die DVDs angucke. Warum ich so vorgegangen bin, ist mir selbst ein Rätsel. Ein farbiges Booklet mit Kurzinhalt und Biografien der wichtigsten Figuren liegt ebenfalls bei.
Diese Collector's Edition enthält alle 26 Episoden der Serie und ist vollständig. Nicht so wie der Manga, der in Deutschland leider nach dem 5. Band eingestellt wurde. 37 hätten es schlussendlich werden sollen. Das war's jetzt zum Thema Boxenview. Die ausführlichen Reviews zu den Anime-Serien findet ihr auf der Brennpunkt-Kino-Seite. Schaut dort einfach gerne mal vorbei, auch auf die Brennpunkt-Kino-Facebook-Seite, wo ihr aktuelle News zu den Animes und auch zu Film und vielen weiteren finden werdet. Ansonsten freue ich mich über jedes Like, eben auch auf Facebook und auch hier auf YouTube und überall. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.